Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei dnews24tv. Ich bin Uwe Matthias Müller und heute geht es um unsere Zukunft. Wie finanzieren wir die Rente? Es hat in den letzten Tagen eine heftige Mediendiskussion gegeben, weil die Deutsche Bundesbank darauf hingewiesen hat, dass das deutsche Rentensystem kritisch ist, nicht nachhaltig. Der Bundesverband Initiative 50 Plus hat auf der Demografiedebatte Deutschland Ende September mit Bundestagsabgeordneten der FDP, der Linken, mit Vertreter der Hans-Böckler-Stiftung, Dr. Rudolf Zwiener und Charles Neuss von Schroders Investment über das deutsche Rentensystem diskutiert. Und wir waren uns alle einig, es muss sich etwas verändern. So kann es nicht weitergehen. Das Rentensystem muss reformiert werden und wir müssen auch über die Grenzen schauen, nach Österreich oder in die Niederlande, wo das Rentensystem sehr viel auskömmlicher für die Rentner ist und auch nachhaltiger finanziert. Nun, was ist passiert? Die Deutsche Bundesbank warnt vor einem Rentenkollaps, weil auf der einen Seite sehr viele Menschen in Rente gehen, die bisher viel Geld verdient haben, also eine hohe Rente erhalten, und auf der anderen Seite wenige Menschen nachwachsen, die noch in das Rentensystem einzahlen. Sie sehen, das hat die News24 mit der Schlagzeile übertitelt: Das Rentensystem steht vor dem Kollaps. Einen Tag später kam eine Studie von Mercer heraus, die nachwies, dass das deutsche Rentensystem in vielerlei Hinsicht international nur Mittelmaß ist, insbesondere was die Nachhaltigkeit der Finanzierung anbelangt. Und sie rät dazu, die private Altersvorsorge zu stärken. Wie steht nun die Bundesregierung dazu? Dafür zuständig ist der Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Und gerade der will die private Altersvorsorge, die auf Aktien basiert, besteuern und damit abwürgen. Das Ganze heißt Finanztransaktionssteuer, ist ideologisch gewollt, steht im Koalitionsvertrag, ist ein Herzensanliegen derer, die eher links von der Mitte politisch stehen, weil die bösen Spekulanten bestraft werden sollen. Aber was passiert denn? Die wirklich spekulieren, die Großen, die Institutionellen, können das Ganze leicht umgehen, indem sie Derivate kaufen oder einfach an andere Börsenplätze gehen. Der Kleinanleger aber, der 50 oder 100 Euro im Monat anlegen will und von seiner Sparkasse mit einem Strafzins bestraft wird, wenn er auf das Sparguthaben einzahlt, der also in Aktien anlegt, der soll auf einmal besteuert werden, dessen Rendite wird weggekappt. Und das greifen auch Experten auf, indem sie sagen, die Börsensteuer bedroht die Kleinanleger. Sie halten Olaf Scholz sogar für einen Aktiengegner und weisen darauf hin, dass das Ganze absurd und fehlgeleitet sei. Alle Experten, die dort zitiert werden, nehmen Olaf Scholz ins Visier. Also auch hier ist die Frage, was passiert? Die Deutsche Bundesbank hat im Übrigen empfohlen, als ein Instrument, um dem Rentenkollaps zu entgehen, dass die Menschen, die sehr viel länger leben, als unsere Eltern noch gelebt haben, auch länger arbeiten. Wir haben ja schon die Rente mit 67, nun wird die Rente mit 69 gefordert, bis zum Jahr 2050. Also weit, weit hin, 2 Jahre länger arbeiten, verteilt über die nächsten 30 Jahre. Ich halte das nicht für ein riesengroßes Problem. Allerdings sind sehr viele dagegen, auch alle die links von der Mitte stehen. Und Bild berichtet, dass die Generation Greta, also die ganz jungen Leute, total abgeturnt sind von der Idee, länger arbeiten zu müssen. Sie halten die Rente für 69 schlicht für unzumutbar. Lassen Sie uns darüber nachdenken, ob das so ist oder ob wir nicht heute alle sehr viel gesünder sind und leichtere Jobs haben als die berühmt zitierten Dachdecker. Lassen Sie uns darüber nachdenken, ob es nicht auch erfüllend ist, wenn wir
vielleicht ein paar Monate länger arbeiten oder selber entscheiden, wann wir in Rente gehen. Flexibler Renteneintritt ist hier das Stichwort. Sprechen Sie mit Ihren Bundestags-, Landtags-, Kreistagsabgeordneten oder Ihren Bürgermeistern. Machen Sie den Politikern Dampf, sagen Sie Ihre Meinung. Wir informieren, Sie entscheiden. dnews24tv. Bis zum nächsten Mal.